Super. Warum gehen Sie überhaupt zu jemandem, wenn Sie als Geisel genommen werden? Wir haben einen Durchsuchungsbefehl und Leute von uns sind gestorben. Warum sollten wir das Feuer einstellen? Ich hätte es am liebsten, wenn wir drei da stehen. Wird Zeit. Die Regierung braucht was? Die Zustimmung von Ihnen. Sie müssen damit einverstanden sein, dass die Änderungen durchgesetzt werden. Ja, wissen Sie auch warum? Nee, weiß ich leider nicht. Weil ich der Fels in der Brandung bin. Ja, natürlich. Natürlich sind Sie das ja heute. So wie Herr Hort das gerade von dir mitbekommt, klingt das so, als wenn ich Sachen über Herrn Hort hinaus entscheiden würde, was es ja nicht ist, weil ja, genau, ich... Das ist ein Tänzer. Werden Sie mal hier nicht jetzt stachelig. Da wir ja ein neues Kapitel hier bei der Bundeswehr aufschlagen wollen. Und das mit dem Sunny-Ganze. Da wäre es natürlich am besten, dass wir in der Bundeswehr zwei Truppenteile machen. Einmal den normalen Truppendienst und einmal den Sanddienst. Bei dem Sanddienst habe ich mir ja auch vorgestellt, und das habe ich mit dir auch gestern besprochen, dass der Herr Laser, wenn er so weit ausgebildet ist von mir, die Leitung da bekommt. Natürlich werfe ich immer ein Auge drauf. Aber das nach oben weitergegeben, dass ich explizit für die Leute, die nur das Sannwesen betreuen bei der Bundeswehr, auch dementsprechende Ränge hier haben möchte. Damit die jetzt nicht, weil eine Leitung... Müssen einmal runter, Sentenzer. Ja, okay. Also es geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Kameraden, runter! So, was ist hier los? Helikopter bei der Dienststelle. Helikopter steht bei der Dienststelle auf mehrmaligen Beten wegzugehen und ausrufen des unmittelbaren Zwang der Bundeswehr dann nicht geflogen. Hm. Und somit habe ich das Feuer freigeteilt. Wo ist Herr Mast? Der ist im BMW da vorne. Ja, der war. Herr Mast, holen Sie mich ab. Hey! Hey Mast! Fahren wir jetzt auf Streife? Wir können auf Streife. So beginne ich immer meine Streife mit dem Song. Geht's direkt viel besser. Mast, das ist nicht fair. Bei dem Song kann meine Hüfte nicht still bleiben. Ich wipp mit im Auto. Kann ich gleich besser fahren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Bitcoin. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, Mr. Bitcoin. Dass alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Dankeschön. Sonst alles gut. Alles in Ordnung. Vielleicht haben wir später ein Treffen. Ja. Okay, Hermann. Okay. Dann reden wir später. Gut, machen wir. Gracias. Tschüss. Adios. Was kletterst du über dein Auto? Ey, ich hab dich was gefragt. Ja, bitteschön. Ja, warum kletterst du über dein Auto? Weil ich's kann. So, jetzt ist Schluss. Was denn? Ich muss mir jetzt mal das Auto ganz genau angucken. 4 Auspuffrohre. Oh, 4. Ist aber trotzdem eine Kackmühle. Das ist der optische Täuschung, eine Blendung. Ich bin ein Blender. 4 Auspuffrohre. Und in welches Rohr steckst du ihn rein? Da bräuchte ich ein großes und nicht 4 kleine. Ja, gut. Oder wollen wir uns die teilen? Wollen wir uns die Rohre teilen? Gerade nicht. Die 2 rechts für Sie, die 2 links für mich. Ich brauche tatsächlich nur eins. Mir reicht das. Wie ist Ihr Name? Max. Max. Max, Max Moritz. Ja, bin Michael. Michael Hort. Michael Hort. Aha, sehr schön. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freut mich auch. Sie sind bei der Bundeswehr, sehe ich. Sind Sie da ein hohes Tier? Bin eher wie ein Dachs. Ah, immer hinter den Büschen verstecken, ne? Genau, flink, agil, wendig. Natürlich. Ja, kann man auch machen. Als was arbeiten Sie? Ja, wie soll ich sagen? Ich bediene mich momentan noch vom Staat. Ja, dann überlegen Sie doch mal, ob die Bundeswehr was für Sie wäre. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Das ist mir, glaube ich, zu streng. Ja, streng ist es. Disziplin ist jetzt nicht mein Lieblingswort. Meins auch nicht. Vielleicht sind Sie deswegen kein hohes Tier. Ja, das mag schon sein. Ah, es wird schon noch durchhalten. Aber eines Tages bin ich ein ganz großer. Na gut, Moment, muss was gucken. Ja. Naja, okay. Sie meinten doch sicher nicht von der Größe her, ne? Ja. Nee, einfach durchhalten. Ich sag's Ihnen. Ich habe das Gefühl, aus Ihnen wird was. Dankeschön. Ich hab einen strengen Ausbilder. Strengen Ausbilder? Ich habe Herrn Mast. Das ist ein ganz grimmiger, ekliger Chef. Ja, ich muss sagen, Mast hört sich schon. Das hört sich schon sehr, sehr. Der gibt mir immer Befehle. Der sagt immer, ja, musst du da hin, holst du mich da ab, mach das, mach dies. Sentenzer oder so. Oh Gott, das ist der Schlimmste. Ja, der soll immer sehr laut sein, habe ich gehört. Ja, das ist der Chef. Mast ist mein Chef und Sentenzer ist Chef. Aha, und Sie sind dann quasi der Laufbursche, oder wie? Genau, Fußsoldat. Dafür fahren Sie aber mit einer schicken Karre. Warum? Das ist die von meinem Chef. Ich muss die putzen, waschen, bügeln, alles. Und tanken. Und tanken. Außerhalb des Dienstes, ich bin wirklich ganz knapp bei Kasse. Ich habe noch kein eigenes Auto etc. Wie sieht es bei dir generell aus? Könntest du dir mal vorstellen, jetzt irgendwie so einen kleinen Shop-Raub oder so zu machen? Mit mir zusammen?
Raub. Ja, also so, weißt du, wo wir vielleicht so 100.000 oder so uns mal einsacken und dann teilen. Mit jemandem aus der Bundeswehr? Ja, ich bin ja ganz, ganz niedrig. Ja, außerhalb des Dienstes. Ja. Können wir ja vielleicht mal drüber reden. Ja, also wären Sie dabei? Weil wir bräuchten dann noch zwei weitere Leute. Einer überwacht die Geisel, nimmt eine Geisel, einer überwacht die. Einer macht Verhandlungen, das mache ich. Ja. Die decken mir, ja, machen mir ein bisschen Rückendeckung. Könnten Sie sich das vorstellen? Ja, ich sag mal so. Dem Gedanken gegenüber bin ich prinzipiell mal nicht abgeneigt. Sehr gut. Wie gesagt, vorausgesetzt natürlich, geht ja gar nicht anders, nicht außerhalb des Dienstes. Ja. Und ich muss gleich noch was dazu sagen. Ja. Ich bin ja nicht nur mittellos, ich bin auch waffenlos. Keine Waffen dabei. Also nicht, ich bin meine Waffen los, sondern ich bin waffenlos. Ich verstehe. Tun Sie mir mal bitte einen Gefallen, drehen Sie sich mal bitte um. Sie sind hier erstmal festgehen. Oha, wofür denn das jetzt? Sie wollten einen Shopraub machen und ich habe Sie auf frischer Tat erwischt. Hallo? Was ist denn das? Ja, was? Was ist denn das jetzt da? Ja, wie? Sie werden jetzt abgeführt. Wo wollte ich einen Shopraub machen? So geht das nicht, hallo, Max. Hallo? So, dich stecke ich jetzt erstmal in die Zelle. Du bist ein kriminelles Stück. Oh, ich wollte jetzt auf eine Party. Auf welche Party denn? Zelle. Zum, wie heißt das? Stinkenden Stiefel oder so? Keine Ahnung, oder Gummischuh? Ja gut, dann lasse ich Sie frei. Rechts ran! Guten Abend. Tupana, mal bitte aussteigen hier. Warum bist du so schnell gefahren? Das ist ein echt geiler Camaro. Jetzt nicht lügen. Was machen Sie da? Einmal bitte mitkommen. Und hier der aus dem Porsche auch da. Geiler Porsche. Oder egal was das Porsche ist, mitkommen. Rütze fix Diabolo, schieb mir das Ding da. So, Bußgeldkatalog direkt aufschlagen. Herr Brot, wann sind Sie geboren? 1990. Was arbeiten Sie? Vorher ADAC, jetzt gerade Schneider. 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 Ja. Hier, Gucci, Kapital. Du, was ist denn hier jetzt passiert? Wie, was ist passiert? Ja, willst du hier ein Musikvideo drehen oder willst du jetzt weiterfahren? Wie viel Packs sollen jetzt viele Leute sein? Ah. Okay. Was machen sie? Alter Cantarno, geht der richtig ab, ha? Massenschlägerei! Nein! Oh, bis wir selber her. Hey, Massenschlägerei! Massenschlägerei! Hallo! Oh nein! Liegt der? Na geh, lass den in Ruhe! Nicht auf mich! Hey, Iris! Oh nee! Ja! Er hat einen Kopfschuss bekommen! Iris! Du Stück! Ja! Ja, was denn, Alter? Oh, lass uns hier verschwinden, die sind alle wild geworden! Ja. Er hört dich. Wo ist er denn? Da oben rechts am Büffelpark, oben auf der oben in der Mitte. Und der Heli ist abgeschlossen. Oh. So blöd kann keiner sein, wirklich. Mas, dies tut unser Auto. Spring hier runter mit dem Fallschirm. Mas, spring runter mit dem Fallschirm. Auf unsere Richtung. Der wird so abstürzen, der Ort. Wenn dich wie eine Tante. Habt ihr das gesehen? Höchstens die Not von einem Kieselstein, aber hey, viele Jungs, Kieselsteine Spaß beiseite. Oh, hallo, no. Hallo, Unterbrechung, Digga. Spaß beiseite, bitte. Wer war das jetzt gerade mit Olaf Tuss? Jetzt mal Spaß beiseite, Digga, ja? Wer war das? Nein, das geht so nicht mehr, Jungs. So, Herr Tuss, derjenige, der das war, der soll sich bei mir melden, der kriegt 100 Euro, Digga. Das war das. Ich war das. Hier, das war das. Komm her. 100 Euro, Digga. Hol dir die 100 Euro ab, Digga. Den Huni nehme ich mit. Hey, Jungs, gönnt mir doch. Grüß dich, Mojo. Grüß dich, Hort. Ah, ist klar. Ja. Ja, bist du bei den Kalis deutlich zufriedener als bei Lost und Platz? Auf jeden Fall, absolut. Ja? Ja, das freut mich doch. Apropos Lost und Platz, wieso hat der Heeres wieder eine rote Hose an? Er hat sich verkleidet da und macht wieder Unfug. Hey, Herr Toast! Herr Toast! Ja, Hallöchen. Na, Einwegschlüpfer? Ja, na, gebrauchter Einwegschlüpfer. Wo drückt der Schuh? Hab einen aufs Maul gekriegt. Nein. Ah, nicht von mir. Das hätte man besser verpacken können. Ja, ja, da war doch, kam doch bestimmt der Ort von hinten an. Und hat ja, ich habe ihn gesehen mit der Taschenlampe. Was? Ich weiß nicht. Mast, meine ich. Mit dem Hamburger. Was? Mast? Ja? Er war es auch nicht. Er war es auch nicht. Die waren es beide, die verbinden sich. Was das, Mast? Ich war das. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin wie Jesus. Ich nehme all das Leid der Menschen auf mich. Oh, du bist im Arsch. Ich bin im Arsch. Ja, okay. Steh am Feldjäger, GT. Ich bin Jesus. Nehme all die Sünden der Menschen auf mich. Mhm. Hallo, Salam Aleikum, ich hab einen Stanger. Nee. Oh nein, nein. Ich kann alle tot machen, wenn ich will. Mein Stanger ist so schnell. Yo, hör auf, du Wichser! Was für Wichser?
Wo ist denn der? Ah, oh Scheiße, hier ist ein Auto, Entschuldigung. Hey, Otto, Arschloch. Heres, zieh dir mal lieber eine andere Hose an. Piss dich, du Ohren. Nee, verpiss du dich. Warte mal. Piss du dich doch, du Hund. Was willst du denn, Mastala, du Fotzenlecker? Jungs, ab mal ein bisschen mehr Respekt. Ich gehöre zu dem Platz an, ja? Ein bisschen mehr Respekt. Du gehörst zu dem Platz, na klar. Du hast nur die Hose von denen an. Du hast höchstens die Periode, aber mehr hast du nicht mit dem Platz. Was wollt ihr machen, Digga? Ratz hier bei uns, oder was? Traut ihr euch doch eh nicht, ihr kleinen Fotzenlecker? Was wollt ihr machen, Digga? Bei was wollen wir? Wollt ihr jetzt eine Razzia machen, weil ich euch beleidige oder was? Ihr kleinen Bastarde, Digga. Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das machen. Ihr traut euch doch eh nicht bei uns Platz jetzt eine Razzia zu machen, ihr Fotzen, Digga. Bei dem Platz nicht, aber bei den Octos. Octis. Octos Geometrie sind mir scheißegal, Digga. Nee, sind dir nicht scheißegal. Du willst nur Fitner machen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin bei dem Platz, Bruder. Wenn du ein Problem mit dem Platz hast, du hast heute die Hose an, morgen hast du die Hose an, morgen hast du gar keine Hose an. Ja, und da liegt jemand gewisses bei mir im Bett dann. Ganz genau. Genau, Herr Maff, stimmt's? Wie ist der? Jetzt haben wir eine Weile oder was? Als Heures, Alter! Warte mal, wo ist Guanga? Oh, Mo! Was, Mo? Was war's? Wir müssen doch aus dem Weg. Mensch, Fatbo. Oh, jawoll. Jetzt schlage sie raus, Alter. Komm her, alles ohne Schlage. Vorsichtig! Oh. Alter, ihr seid wirklich. Ihr müsst vorsichtig sein. Vorsichtig! Jo, Hort, nimm mich mal mit, Digga. Wohin denn? Wer zum Wolf? Mach mal auf, komm hier. Ja, komm. Ah, ja, ist der Geinziger, Moment. Ja. Hey! Hola! Aussteigen! Hey. Aussteigen! Hey, du kleine Fotze, ey, was, Digga? Aha! Hey, hört auf, dagegen zu schlagen, ich muss hier einsteigen. Wenn du nochmal schießt. Digga, schießt du nochmal? Digga, werde ich kaputt. Ich hab einen. Oh! Steig ein, Heres, jetzt, steig ein, schnell! Rick, verpiss dich, du Fotze, Digga! Runter! Arschloch, Digga! Oh. Jetzt sorgen wir hier mal fürs richtige Ambiente. Jalla. Heres, hast du einen Liedwunsch? Nö, nee, eigentlich nicht, okay, oder? Warte mal. Ich hab einen guten. Sio, warum so lange weg? Ey, ihr Platz, ihr seid alles Fotzen, ihr kleinen Fotzen, Digga. Alles Platz, fickt euch. Soll ich den Hummer nehmen, den Banky oder Platz, den Fotzen? Platz, Fotzen, Platz, Fotzen. Das ist nicht mein Problem. Robert. Yeah, yeah. Ihr kleinen Fotzen, Digga! Scheiße! Zeig auf! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer die Waffen runter. Du musst nicht hochheben. Was? Du musst den Helm nicht hochheben. Du bist nicht das Problem. Ja, ich weiß, aber mach mal hier jetzt die Waffen runter. Was soll denn das? Bruder, schau, jetzt haben wir den Salat, Digga. Was? Du kleines Idiot, Digga. Ey, Heres. Jo, du hast einen Arsch offen oder was provozierst du hier raus mit mir? Bruder, der Mast hat eine rote Hose an. Was die Schnauze, Digga. Ey, warte, Jungs, ich hol kurz was, ich will auch provozieren. Provokation ist da. Ja, ich distanziere mich. Das war der Mast, hallo. Ganz bestimmt. Ey, scheiß auf euch, Digga. Was ist, Heres, was ist? Ey, hol mich hier raus, Horst. Ja, was ist denn los? Das ist ein Missverständnis, ganz großes Missverständnis. Kann ich mit? Schau mir ins Gesicht und sag das nochmal in meine Fresse, Digga, Frank. Du nimmst ein bisschen zu viel raus, du Wichser. Sag das nochmal in meine Fresse. Ich sag's nochmal, du nimmst ihn zu viel raus. Okay, pass auf, Frank. So war ich hier stehe. Dreh dich um. So war ich hier stehe. Willst du mir drohen? Willst du mir drohen? Nein, ich drohe dir nicht, Digga. So war ich hier stehe. Das hat hey, wir haben was gesagt mit der Waffe. Alles gut, Digga. Hey, nimm mal runter da, Kollege. Langwaffe weg. Große Hose zu tragen. Langwaffe weg, hab ich gesagt. Lutschst du wieder bei der BW am Schwanz, Digga? Da, guck dir. Frank, ich hab dich beleidigt. Ich bin Jesus, ich nehme all die Sünden auf mich. Frank, ich hab dich beleidigt. Das versteht der ja nicht, Digga. Frank, bitte lass den Heere raus. Ey, Frank, tun wir mir rein, komm her. Wenn du die Platz beleidigst, hab ich ein persönliches Problem. Ich hab euch nicht beleidigt. Lass ihn doch, der hat doch einfach... Heres, warum hast du denn jetzt die rote Hose an? Heres hat seine Tage. Hast du nicht gesagt, ich soll mich rot anziehen, Digga? Ja oder nein? Hab ich nicht gesagt.
Das hast du gesagt. Frag den Mann. Herr Meitler, ich soll diese Rufe. Niemand bin eigentlich die Böse. Nimm den mit, Mann, gerade. Ich schick den nicht in die Autos. Nein, warte, warte. Wir fahren da hinterher. Ja. Das ist dem Heeres nicht... Heeres, ich fahr dir hinterher, dass dir nichts passiert. Keine Waffengewalt in meiner Nähe. Wenn du das sagst, bin ich schon so gut. Keine Waffengewalt. Ja, ja, okay. Die werden ja auch auf dich hören jetzt, Digga. Die hören auf mich. Jo, pass auf! Fahr vor! Chill mal ein bisschen! Yo, Ramirez! Ich bin das nicht, das Mast! Oh, Mast! Ihr seid leid. So laut, ey! Mast! Tut mir leid! Wir brauchen Verstärkung! Da willst du mich gerade verarschen? Was ist mit dir? Chill jetzt ab, Motherfucker! What the fuck? Ich wollte losfahren! Goddamn! Verpiss dich jetzt! Halt das Auto jetzt los, du kleiner Wichser! Entspann dich mal! Und nimm die Waffe runter, ich hab's dir schon mal gesagt! Komm doch mal jetzt runter! Mast! Also, wenn, muss es auch nicht wenn man du musst so, nicht übertreiben, wenn man, so, wenn man so aggressiv ist, da hat mir immer geholfen. Ja, wir sind Gangster, bin ich aggressiv? Ja, bin ich aggressiv. Du kannst doch ja, dreimal ich kann rein, dir, also ja, mir, ich kann nicht mit auf dich rein, Junge! Bei mir hilft es, wenn ich aggressiv bin, mache ich mir einen Tee und Wärmekissen und mache ein Kreuzworträtsel. Warum magst du keine Kreuzworträtsel? Bei Gott, es macht keinen Sinn. Was heißt denn, es macht keinen Sinn? So, bitte jetzt hier einmal sachlich klären die Angelegenheit. Ich zieh die Hose aus. Hör mir zu, hör mir zu. Ja, er zieht sie aus, Ja, ich werde dem Hort sagen, dass er sowas nie wieder sagen soll, ja? Heeres! Alles gut, Digga. Herr Hort, einmal zum Klamottenladen fahren, bitte, ja? Ja, ja, also Herr Hort, hast du noch mal Glück, sag ich dir so, wie es ist. Hier ist kein Platz mehr, Heeres. Ja, dann steig aus, Digga! Nö. Herr Hort, komm, wir laufen. Ja, komm. Oder wir klauen Platz auf, Digga. Ja! Verpiss dich, du Hurensohn! Herzlich willkommen zur heutigen Reportage. Hier haben wir Marcel Heeres, wie er in Dortmund fahrradlos rumläuft. Er ist am Rande der Verzweiflung. Deine Mutter, Digga. Zu viel Steuern. Hey. Sofort, ich brauche 1,2 Euro, jetzt sofort, Digga. Wunderbar, da sehe ich mich doch. Digga, mach doch jetzt nicht den. Ja, ich geb dir doch. Alter. Entspann dich doch mal. Herr Ort, steig ein. Heeres, wir müssen einmal zum Bundeswehrfahrzeug. Oh, verpiss dich, du Wichser. Oh mein Gott, wie schnell ist das Auto, Digga? Verpisst euch, ihr Fotzen! Das war May, der da stand. Ja? Ja, das ist der Stahl. Ich würde nichts Falsches sagen, Heeres. Weg! Yo, Stahl. Herr Stahl, was sagen Sie dazu, dass ein Oktogramm-Mitglied das Fahrzeug der Bundeswehr fährt? Was halten Sie denn davon, Herr Stahl? Ist doch nicht mehr meine Sache. Ich bin nicht mehr bei der Bundeswehr in dem Sinne. Also interessiert mich das nicht. Hoffentlich fahren Sie das Auto sehr gut. Wie, du bist nicht mehr bei der Bundeswehr? Bitte? Bist du nicht mehr bei der Bundeswehr? Nein, ist er nicht. Nein. Ja, dann verpiss dich, du Fotze, Digga. Ja, warum ist der so langsam? Ja, sollte noch überarbeitet werden, wurde aber nicht gemacht. Oh, ja, das, Digga, das ist solche Stahl. Hey! Oh! Was macht denn der im Gegenverkehr? So, was will der Wichser da hinten? Komm mal ein Straßenrennen, oder? Ja, dann komm, jetzt machen wir mal hier ein Straßenrennen da, Alter. Alles so, klar, drei. Auf. Nein, stopp! Bist du Merlin? Ja, ich bin Merlin. Ja, Herr Hort, du weißt, dass das zurück. Schnellste Auto hier auf der Insel ist, ne, was er da gerade fährt. Ach, Quatsch. Gib mir 10 Sekunden Vorsprung, ja? Okay, ich geb dir Vorsprung. Ja. Pass auf, dreh dich um und schau mal hin. Dreh dich um, wo ist der? Hinter uns. Oh! Hey! Oha! Ich hab alles im Griff, Digga. Alles im Griff. Merlin, lass uns mal mit deiner Karre fahren, Digga. Ich will dir mal zeigen, wie deine Karre abgeht, ja? Ja, du, ich hab aber jemanden drin. Ja, steig hier in den Ferrari. Ja, hier in Ferrari. Ich will den Hort mal deine Karre zeigen, Digga. Ist der hier schneller Hort, als der Maybach? Mal. Ich hab den Maybach auch, keine Sorge. Machen Sie nicht da. Das Auto ist kaputt, Mann. Wir fahren mal mit dir mit. Jo, haut rein, Digga. Haut rein. Ja! Ja! Oh, Digga. Wir wollten mit dem Rennen machen, Digga. Ja. Digga, was ist das für ein Monster? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab. Ja, ist echt geil. Das ist so heftig, Mann. Damit verkackst du nichts, Bruder, glaub mir. Wenn du damit einmal auf der Flucht oder auf der Jagd bist, Digga, 100%ig Sieg, Digga. Aber die ist. Oh! Oh mein Gott! Leben wir noch? Huch! Die Seite ist kaputt. Reparier die Karte mal. Warte. Oh nein! Oh, also Digga, Hort, wirklich. Kein Dave da. Perfekt, Digga. Marderschaden, nationale Sicherheit. Der komplette Motor fehlt, Digga. Marderschaden.
So, wie erklären wir das denen jetzt? Wir haben Marderschaden. Marderschaden, Digga, Marderschaden. Marderschaden. Auf ADAC ja, immer warten. Wir waren da vorne beim Busch, kam Marder, hat hier die rechte Seite zerfressen. Genau. Alles klar, wir kommen gleich wieder, ja? Jo. Meinst du, die haben uns das abgekauft, Digga? Muss. Herr Hort, wie ist das eigentlich so? Was denn? Kannst du noch normal gehen oder hast du auf einer Seite ein bisschen mehr Gewicht und gehst schief quasi? Ich geh schief. Herr Hort, eine Frage. Siehst du noch deinen Pimmel, wenn du dich duschst, Digga? Ja, aber ganz knapp. Ja, ich sehe meinen nämlich nicht mehr, Digga. Na, mein Lieblings-ADAC-ler, wie geht's dir? Moin, moin. Alles klar? Ach, bisschen müde. Müde. Geht's weiter, oder was? Geht weiter. Was ist mit mir? Hä? Deine Schnauze, Digga. Halt komm mit den Mini. Ich hab deine Mutter gefickt. Naja, scheiß auf dich. So, was machen die denn? Oh, Baby, wer ist die denn da hinten? Fahr mal hin. Oh, der Rothaarige, Digga. Ich dabei. Oh, Maschallah. So, entschuldigen Sie. Hallo. Hier. Die Dame. Die Dame, entschuldigen Sie. Moment, ich komme. Also, da rennt die weg. Hinterher. Entschuldigung. Nein. So. Entschuldigung. Die Dame. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Bitte? Wie ist Ihr Name? Charlene. Charlene, warum sind Sie vor uns weggerannt? Oh, Maschallah. Oh, Charlene, warum deswegen. Sind Sie weggerannt? Deswegen. Ach so, okay, ich verstehe. Oh. Ich hätte mal eine Frage. Einmal, Entschuldigung. Bitte. Sind Sie hier im Krankenhaus angestellt? Ja. Welche Leitung haben Sie da? Jo, Hort, kannst du ein bisschen auf die Seite gehen, Digga. Könnten Sie sich vorstellen, eventuell mal den Feldsanitätern bei der Bundeswehr unter die Arme... Ich war schon bei der Bundeswehr. Marsch. Ja, aber haben Sie den Feldsanitätern schon Tipps gegeben? Die Feldsanitäter gibt es ab heute. Da sind genug Leute von den Medics. Also haben Sie nicht Lust da drauf? Nee, leider nein. Ja, zwei Leute liegen hier draußen, Hilfe! Verpiss dich, du Arschloch! Du bist hier das Arschloch, gut, Mann. Dann gehen wir hier einmal raus. Mach's gut, Charlene. Notfall. Aua. Entschuldigung. Hey, Entschuldigung selber. Mach's sau. Hier. Das Maul, mach's sau. Du kriegst eine rein. Halt's Maul. Wo liegen zwei Leute? Aua. Vierte Massau. Wie kommst du jetzt hoch? Tieres. Aua. Wie kommst du jetzt hoch? Tieres. Komm, ich helfe dir. Ja, hol den Mast auch noch, Digga. Massau. Mast. Einsteigen. Ey, du kleiner Wichser, Mann. Also, Mast, ich sag's dir ehrlich, Digga. Bei mir wär's schon längst gekündigt, Mann. Weil ich hier so wie es ist. Oh, was aufpassen! Oh. Oh mein Gott, du bist einfach der Beste, Digga. Oh, die haben ja Tablets. Ey, hier ist, knall da mal eine Folge Fake-Taxi drauf. Das sehe ich nicht. Oh. You are Taxi Driver? Oh. Oh, you are pretty. Ja, oh, you're pretty. Do you want to suck your cock? Yes, of course, Digga. Oh, that's what nice. Oh, dieser nee. Kontext, Digga. Das fahren üben wir aber noch. Ah, dieser Kontext, Digga, ich liebe es. You have a really small cock. Oh, there's no problem. You can suck it too. But don't come in me. Please don't come in me. I don't want babies. Hey! What's that? Oh, what's that inside also, me? Digga, what's that? Ey, Bruder, das ist halt, als würdest du. Ich schreibe wieder rein. Marderschaden. Marderschaden. Nationale Sicherheit. Ah, yes. Da gibt einen Platz zu wenig. Aber lass mal die Bank ausrauben. Perfekt. Das sehe ich nicht, Digga. Oh, Bruder, da würde ich mich so sehen, ey. Da würde ich mich so sehen, Digga. Das glaubt ihr ja, nicht. Aber ohne Verletzte, okay? Ich mag das nicht. Na, das kann ich bei mir nicht versprechen, Digga. Ja, okay, ich so entschuldigen Sie, Herr Wort. Ja? Wo ist denn hier können der? Sie ich sagen, dass er bitte beim Maybach stehen bleiben soll, damit der repariert wird? Wo soll er stehen bleiben? Hier beim Maybach, damit dieser repariert wird. Wir warten auf den ADAC kurz. Ach so, wir warten. Ja, dann ist gut. Ja, aber jetzt nicht mehr, Digga. Morgen oder so, weil ich gehe schlafen. Wie, du gehst schlafen? Da kommt gleich jemand vorbei, Digga. Ich hab dir schon versprochen, weißt du. Wer kommt vorbei? Deine Mutter, Digga. Wer kommt vorbei? Wer Alter? Kommt vorbei? Ein Homie, Digga. Wie ein Homie. Als ob du Homies geholfen. Du kleiner Wichser, Digga. Ja, ein bisschen quatschen, Digga. Um 2 Uhr morgens besucht dich der Homie. Digga, ich also um 6 Uhr, wie du. Also besteigt ihr euch ja. Gegenseitig. Ey, Marcel, denk dran, ne? Nach 2 Uhr nicht mehr entsaften. Jappi, komm vorbei. Digga.
Hey! Digga, das ist ein Sauhaufen. Das ist ein Sauhaufen. Ach, du Scheiße. Oder geht ihr Kanu fahren? Ja, wir gehen Kanu fahren. Das ist ein Problem. Heres, ich habe eine Frage, Heres. Jo, was los, Digga? Also, wenn ihr 6ix9ine dann macht, einer muss ja quasi anfangen. Bist du das oder dein Freund? Das bin meistens ich, Digga. Das bin meistens ich, du Bastard, Digga. Ja, weil du am meisten schluckst. Okay, ja, alles gut, Digga. Hier, sag's mir nochmal ins Gesicht, du kleine Fotze, Digga. Ja? Komm her, Digga. Heres. Du kleine Fotze, Digga. Ja? Ein Problem oder was? Oh, was hat der? Wen hast du gefickt, du Fotze? Oh. Oh nein, oh. Nein, Mann. Warte, was nicht machen. Der Master, ja, den Sie da sehen auf dem Boden, der hat einen Marderschaden. Könnten Sie den mal reparieren, bitte? Ach so, ja, Moment. Komm schon, Mast. Also der Maybach und der Mast. Hey, Mast. Was? Hey. Du schluckst aber nicht so viel anscheinend, Digga. Ja, also ich war gerade ein bisschen angeschlagen, weißt du? Ach so, okay. Der Ort. Der Ort macht das nicht. Ja, fahr los, Digga, hier! Fahr los, Digga, hier! Ja! Ja, hier eine neue Karre, Digga! Entschuldigung. Nee. Entschuldigung. Einmal aussteigen, bitte. Ich hätte eine Frage. Können wir hier einmal kurz tauschen? Digga, was fickst du den Wichser? Fahr doch einfach weg, Mann! Scheiß auf die Fotze! Das ist das Truckerleben, das habe ich mir schon immer gewünscht. Heres, manchmal habe ich das Gefühl, du kommst aus dem Saarland. Alabama. Halt deine Schnauze, du Wichser! Halt deine selber schnell Schnauze, ich hab deine Mutter weg. Ja, perfekt, Digga. Ich rufe einmal, weiß, ganz kurz, machen, kein Stress, ich rufe einmal den ADAC an und sag Marderschaden. Ihr seid solche Spinner, Digga.